Ja, hallöle Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem kleinen feinen Video, zu einer kleinen feinen Reaction des bald erscheinenden Taxi Life City Driving Simulator, auf das ich mich persönlich ganz gut freue. Eine kleine Anekdote am Rande vielleicht, als letztes Jahr, ich glaube November oder so, der Trailer von GTA 6 veröffentlicht worden ist, war ich natürlich auch mega doll gehypt gewesen. Ich glaube, am selbigen Abend kam auch der Trailer zu Taxi Life City Driving Simulator. Und ich dachte mir im ersten Moment, gut, GTA 6 ist schon ziemlich geil, aber irgendwie Taxi Life fixt mich doch ein bisschen mehr an, weil es halt einfach mal wieder was komplett anderes ist. Natürlich ein Simulator, wie wir es halt irgendwie überall kennen, aber halt mal vielleicht ein richtig guter Taxi-Simulator. Und dazu habe ich schon ein, zwei Videos gemacht, euch das ein bisschen näher gebracht, mir es ein bisschen mehr angeguckt und jetzt will ich ganz gerne auf ein Video reagieren, in dem wir ein bisschen mehr von den Gameplay-Aufnahmen sehen werden. Das ganze Video geht. Das ganze Video geht 3 Minuten und ich würde mal sagen, wir gucken uns das an, versuchen das mal so gut es geht zu analysieren und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz kurz am Rande: Taxi Life, a City Driving Simulator, kommt am 7. März 2024 heraus für die Xbox Series S, X, für die PS5 und selbstverständlich für den PC. Das Ganze wird von Sunter Act entwickelt und der Publisher ist Nacon, die noch einige Spiele für dieses Jahr im Petto haben. Also sind wir auf alle Fälle gespannt. Nicht wundern, wenn ich ab und zu nach geradeaus gucke. Da ist nämlich mein Fernseher, aka mein Monitor. Und ich würde mal sagen, gucken wir uns einfach mal den Taxi Life City Driving Simulator an. Viel Spaß. Wir gehen ganz kurz hier fix auf YouTube. Und dann würde ich ganz gerne Untertitel genau auf Deutsch, dass wir halt so ein paar Sachen uns angucken können. Also ganz viel Spaß, legen wir los. Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonders. Your journey as a taxi driver begins. Good afternoon. My week has been hectic. I have a busy schedule and I really need to be on time. It shouldn't take long. Ja, gut, was wir auch gleich hier sofort sehen, ist halt das, was wir uns so vorgedacht haben, ist einfach mal, dass wir interaktiv hier in diesem Cockpit sitzen und so gut wie geht alles bedienen können, ob vom Radio, das Auto anschalten, Gänge einlegen und die Handbremse lösen. Das gehört sich im Endeffekt auch für einen guten Fahrsimulator. Ich finde es auch persönlich doch mal ganz kurz vorab richtig schön, dass natürlich die Entwickler, aber auch der Publisher erst einmal so viele Bilder mitunter veröffentlichen und einfach mal aufzeigen, was hier zu bieten ist. Und ich denke mal, diese mit ihrem Produkt sind ja eigentlich fast jeder Entwickler ziemlich stolz. Aber ich denke einfach mal, gerade hier bei Taxi Live können die wirklich stolz sein, weil was wir bis jetzt gesehen haben und ich hoffe, was wir jetzt hier in diesen 3,5-minütigen Videos zu sehen bekommen, das wird uns schon, glaube ich, ein bisschen weghauen. Erst einmal ganz kurz, nochmal kurz eine Analyse. Es ist gerade ein Fahrgast eingestiegen, also es steigen richtig und wir sehen es, wie Fahrgäste einsteigen. Ansonsten kommt ein kleiner Dialog, dass die mit uns so ein bisschen reden und ich denke mal, eigentlich war gedacht gewesen, dass die auch mit uns interagieren oder dass wir mit ihnen interagieren können. Ah ja, das sieht wirklich schon sehr schön aus. Ganz kurz, das Ganze läuft ja auf der Unreal Engine 5, also auf der aktuellsten Unreal Engine. Die KI, die NPCs waren jetzt solide gewesen, sahen jetzt nicht nach nichts Speziellen aus, so fair muss man einfach mal sein. Aber der Verkehr ist dicht auf alle Fälle. Mal gucken, wie da die NPCs sich natürlich verhalten, wie die KI unterwegs ist und ob sie zum einen auch, sagen wir mal, berechtigte Fehler machen, also mit Absicht Fehler, oder halt leider auch zu dumme Fehler irgendwie verursachen. Also zweiteres hoffe ich natürlich mal nicht allzu oft. Can you open the windows? Barcelona is just amazing. It's a wonderful city. There's always something happening. I completely agree. What's your favorite thing? Architecture, culture, food. Everything is amazing. I hope we don't get stuck in traffic today.
Ganz kurz, wir haben gerade gesehen, dass ein Fahrgast darum gebeten hat, das Fenster zu öffnen. Das sind einer der Punkte, wo ich gesagt habe, wir interagieren oder agieren halt einfach mit den Fahrgästen, dass, wenn sie uns vielleicht Fragen stellen, wir vielleicht eine Antwort darauf geben können, aber vor allem, wenn sie irgendeine Bitte haben, dass wir darauf halt so ein bisschen reagieren, zum Beispiel das Fenster aufmachen. Und oben rechts seht ihr zum Beispiel die Erfahrungspunkte, die wir sammeln können, dass wir dadurch wahrscheinlich auch Erfahrungspunkte sammeln können. I hope we don't get stuck in traffic today. I've been driving this route for a while now, so I know all the shortcuts. Oh. Oh, das war ja heavy. For a while now, so I know all the shortcuts. Da. So richtig mit Unfall und all dem. Aber das haben sie auch angekündigt, dass es zu Demos kommen kann, aber richtige Unfälle gibt es ja anscheinend, wo dann ein Polizeieinsatz ist. Wie gesagt, die NPCs finde ich jetzt persönlich nicht so schön, es ist aber jetzt auch mitunter auch die Auflösung, ich spiele es jetzt auch nur auf HD ab, beziehungsweise Full HD. Berlin sei gegrüßt, schönes Internet hier, also nicht in jeder Wohnung kriegt man wirklich Glasfaserkabel. Und aber zumindest müssen wir halt dann Umgehungsstrecken finden, Abkürzungen finden, um das Ganze ein bisschen zu umgehen. I wonder when they'll finish building Sagrada Familia. I don't know. What's your guess? Ah, guck mal ganz kurz. Hier. Das ist, was ich gerade meinte. Wir reagieren auf Fragen, auf Aussagen unserer Fahrgäste und können zum Beispiel mit Steuerkreuz auch jeweilige Antworten auswählen. Wir können zum Beispiel Exit machen, beziehungsweise Exit, eine gute Frage wahrscheinlich. Ja, erstmal nicht darauf reagieren, aber wir können es auch vollkommen ignorieren. Also wir können diesen mürrischen Taxifahrer spielen, kriegen aber vielleicht keine Antwort. Wir könnten aber Antworten geben in dem Falle jetzt. Sie fragt sich nämlich, weil ein bestimmtes Gebäude fertiggestellt wird. Und wir könnten zum Beispiel antworten, I don't know. Dazu wird es aber bestimmt ein, zwei Sätze mehr geben, dass sie interessiert sind oder aber, dass wir es ignorieren wollen oder generell vielleicht keine Antwort erstmal geben wollen, beziehungsweise erstmal kurz rausgehen wollen. I don't know. What's your guess? I have no idea, but I know it's been a long-standing project. That's for sure. They're aiming to complete it on the 100th anniversary of Antoni Gaudi's death. That's a long time. But I bet it will be worth it. Sagrada Familia is a true masterpiece. It's going to be a sight once it's finished. I know! I love everything about it. Oh, I can't wait to see it in all its glory. Ah, und nicht wundern, weil ich dort meinen Augen mal nach oben rechts immer gehe. Das sind nämlich die Erfahrungspunkte, die wollte ich mir ganz gerne mal angucken. It was at the Western Conservation. Also das war im Endeffekt eine interessante Unterhaltung gewesen. Und dafür haben wir Erfahrungspunkte bekommen. Das heißt, wenn wir natürlich eine Konversation führen, eine Unterhaltung führen mit den Fahrgästen, kriegen wir, wie ich gerade erwähnt habe, auch Erfahrungspunkte dafür. Das war mir gerade wichtig gewesen, wie es da abläuft. Sorry. Can you slow down, please? Are you trying to kill us? Ui! Oh, kleiner Unfall. Yeah, it could have been worse. Okay, also natürlich können wir auch die Fahrgäste ein bisschen damit erschrecken und beängstigen, wenn wir zu schnell fahren. Ihr seht, es gibt einen Schadensmodell, hinten ist uns jemand anscheinend aufgefahren oder vielleicht nicht gerade in der Situation, aber generell ist uns mal jemand aufgefahren. Jetzt ist natürlich die Frage, sie haben es glaube ich jetzt nur so dargestellt, dass wir jemanden zum Abschleppen holen können. Ich denke mal, wir können mit dem Wagen schon weiterfahren, wir können die Fahrt beenden. Was ich glaube zu meinen, ich glaube, das war aber auch so gewesen, dass wenn wir natürlich mit einem beschädigten Auto unterwegs sind, wir vielleicht weniger Fahrgäste bekommen, aber auch nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen, weil wer steigt schon gerne in ein Taxi ein, das kaputt ist. Darum müssen wir uns halt auch ein bisschen kümmern. Ganz interessant ist auch, guck mal hier, das Nummernkennzeichen ist für Deutschland zugelassen. Das könnt ihr aber euch wahrscheinlich auch bestimmen, wie ihr gerne wollt. Ihr könnt euch für Spanien nehmen oder aber auch für Deutschland. Ja, natürlich müssen wir Sachen auch reparieren. Tanken. Hatten wir auch gerade davor, ist so eine Aufladestation für Elektroautos. Die Karte. Ah, rückwärts. Ah, guck mal hier.
ganz kurz hier. Unser Navi wird angezeigt, wo gerade aktuell Fahrgäste sind, die vielleicht gerade ein Taxi brauchen. Vielleicht auch noch mal ganz kurze Sache zur Grafik. Wie gesagt, ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu analysieren, aufgrund von einem Full-HD-Video hier bei YouTube. Aber ich finde generell, die Objekte und die Gebäude sehen sehr gut aus. Da merkt man halt wirklich diesen Hauch von Unreal Engine 5. Die Fahrzeuge mittelmäßig bis gut. Also überhaupt in keinster Weise schlecht, aber auch nicht verdammt gut oder verdammt realistisch. Aber sie sind vollkommen in Ordnung. Also für mich ist es persönlich aber auch wichtiger, ihr könnt ihm mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, lieber ein funktionierender Simulator als ein zu perfekter, astreingebügelter Grafikmonster-Simulator. Das ist natürlich immer eine schöne Sache, aber lieber halt mit viel Inhalt vollgepumpt. Das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig. So, hier haben wir mal ganz kurz so ein bisschen die Ansicht. Ist natürlich ein bisschen doof zugeschnitten. Ich glaube, zu meinen unten rechts sehen wir Newest Task. Achso, nee, die nächste Aufgabe, ich habe ja gerade schon erwähnt, in den Navi sehen wir zum Beispiel, wo welche Fahrgäste vielleicht oder potenzielle Fahrgäste warten. Da wäre das nächstliegende Emilio Pena. Der hat eine Schwierigkeit von relativ einfach, die Länge ist Medium, dafür würde es knapp 280 Euro geben, 200 bis 300 Erfahrung. Und bei der Abrechnung von der jungen Dame gerade eben, da sehen wir halt dann unsere Erfahrungspunkte, die wir gesammelt haben, wie die Difficult war, also die Schwierigkeit, wie kurz es war, ich glaube, wo es halt von wo bis wo es hinging. Und also Short ist auf alle Fälle schon mal alles wahrscheinlich unterhalb von 1 Kilometer und ja, im Endeffekt, wie wir halt so ein bisschen abgeschnitten haben. Oh, das war schon gewesen. Tatsächlich. Boah, könnt mich jetzt wirklich nicht satt sehen. Schön. Also, mir persönlich gefällt es echt, echt gut. Schöne Sache. Sind wir auf alle Fälle gespannt. Ich freue mich schon darauf. 7. März, also knapp ein Monat und knapp mal nur noch 4 Wochen. Ist es soweit, dann kommt endlich Taxi Life City Driving Simulator. Und wie gesagt, das Ganze auch sogar tatsächlich für die Konsolen. Freue ich mich sehr doll darauf. Für alle PS4, Xbox One Besitzer, nein, für die Konsolen wird es nicht herauskommen. Nur für die neueren Konsolen und für den PC. Ich werde probieren, beides auszutesten. Ich werde versuchen, vielleicht ein Narcon ein bisschen zu schreiben, ob sie mir vielleicht eins der beiden Generationen vielleicht spendieren könnten. Das wäre eine schöne Sache. Ansonsten werde ich natürlich beides dann gleichzeitig kaufen. Dann können wir gerne mal einen kleinen Vergleich machen. Ich tendiere natürlich ein bisschen mehr gerne zur Xbox-Variante. Es läuft für mich für eine Konsole solider, zumindest einfach anmachen und loslegen. Wäre auch vom Interesse her ganz cool zu wissen, ob es auf Anhieb funktioniert, obwohl ich glaube, gerade über den PC werden wir auf Anhieb ein Spiel schon erleben, das sowohl zum kompletten Lenkrad-Support besitzt, wird für die Konsole spannend sein, ob es das auch dementsprechend so geben wird. Von Anfang an soll es natürlich geben, aber ihr kennt es so ein bisschen aus Erfahrungsberichten aus den letzten Wochen, Monaten und Jahren, dass es manchmal Spiele gab, wo natürlich ein Lenkrad Support irgendwie klar sein sollte, aber am Ende des Tages war es dann doch irgendwie nicht ganz so klar gewesen und das Lenkrad-Support kam später erst mit einem Update. Ich denke mal hier die Leute von Narcon, die werden sich da die werden jetzt hier kein Produkt abgeben, das natürlich kein Lenkrad-Support hat. Also ich denke mal, es wird vorab da sein. PC-Version wird natürlich eher das Medium sein, das natürlich am schnellsten, am ehesten Updates erhalten wird. Davon gehe ich schon mal fest aus. Ich denke mal aber, viele von PlayStation und Xbox werden auch mit dabei sein. Ich bin auf alle Fälle ganz, ganz doll gespannt. Ich freue mich schon mega doll drauf. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht mal ganz kurz, wir springen mal ganz schnell mal zur aktuellsten Version, die ihr nämlich ersteigern könnt. Es ist nicht nur eine Version, es sind nämlich zwei. Denn wie ihr sehen könnt, es gibt natürlich die ganz normale Pre-Order Edition und die Supporter Edition. Denn wie ihr sehen könnt, gibt es die ganz normale Version als Vorbesteller für 39,99 und für 5 Euro mehr gibt es die Supporter Edition, die beinhaltet ein, zwei Sachen mehr. Wir haben auf Anhieb oder von vornherein schon den VIP Vintage DLC mit dabei. Da sind einzelne etwas ältere Schmuckstücke mit dabei. Ansonsten ist wie gesagt der Supporter Pack dabei. Was der genau zu bedeuten hat, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich denke mal, da sind Lackierungen, Sticker, Interieur, Accessoire-Sachen dabei.
um halt das Ganze so ein bisschen zu fördern. Also ich denke mal, das Spiel wird sowieso ein bisschen mehr gefüttert werden. Madrid soll es komplett sein oder auch nur ein Teil, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da war es erstmal nicht komplett Madrid gewesen. Vielleicht wird es da auch, wie gesagt, nach und nach Updates geben. Ich denke mal, es wird auch ordentlich mit weiteren Erweiterungen ein bisschen gefüttert werden. Neuen Fahrzeugen, neuen Interieur, neue Missionen und so weiter und so fort. Da bin ich auf alle Fälle gespannt. Ganz kurzer Hinweis, natürlich habt ihr den richtigen Wirtschaftsmodus. Ihr seid nicht nur allein euer Taxiunternehmen, ihr seid im Endeffekt der Chef. Ihr könnt selber fahren und ihr habt Angestellte, die ihr irgendwann mit in die Firma reinholen könnt. Ihr kauft ihnen deren dann Taxis und die fahren dann ihre Routen. Finde ich eine sehr schöne Sache. Open World ist das Ganze. Ich freue mich darauf, Freunde. Wir sehen uns. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr von Taxi Life haltet und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.